Ich weiß genau, wie herausfordernd es sein kann, Bewegungen alltäglich zu machen. Es ist aber so wichtig, dass du es trotzdem tust. Und deswegen zeige ich dir heute die in meinen Augen drei wichtigsten Übungen für jeden Tag. Wir nennen sie die großen drei. Wenn du die wirklich regelmäßig machst, ist die Chance super groß, dass du täglich dich wohler fühlst und dass die Schmerzen immer weniger werden. Mach am besten gleich mit und probier es aus. Ich zeige dir von jeder dieser drei Übungen drei Varianten. Da hast du richtig viel Auswahl und kannst für dich aus jeder Gruppe immer die rausnehmen, die am besten zu dir passt. Wir fangen mit der ersten Übung gleich an. Das ist schon eine richtige Ganzkörperübung. Das geht oben an der Halswirbelsäule, Nacken geht's los, dann vorne der ganze Bauchbereich, was bedeutet, dass Brustwirbelsäule und unterer Rücken entlastet werden, die Hüfte wird entlastet, bis runter zu den Knien und sogar ein Stück für die Fußgelenke. Ja? Und die besteht einfach darin, das ist übrigens auch die, die am vehementesten gegen das Sitzen wirkt, gegen die Verkürzungen, die beim Sitzen entstehen. Nimm die Hände an das untere Gesäß jeweils und schieb die Leisten nach vorne und zieh den Bauchnabel nach hinten. Und dann gehst du nach hinten und fühlst mal rein. Und jetzt merkst du, wie es hier vorne rüberzieht, die Leisten rein, ein bisschen in die Hüfte, vielleicht ein bisschen in den Oberschenkel runter. Und es kann gut sein, dass es dir im unteren Rücken wehtut und dann krieg keinen Schreck. Geh immer weiter vor. Wie gesagt, Leisten vor, Bauchnabel zurück. Und lass erstmal Zeit, dass es alles schön nachgeben kann. Du atmest und gehst immer weiter rein. Und du kannst nach einer Weile, die du diese drei Übungen machst oder auch schon früher, von Anfang an, je nachdem, wie du auch drauf bist, wie dein Zustand ist, den Kopf auch mit hinzunehmen. Dann verlängerst du jetzt die Dehnung über die Brust hinaus in den Hals mit Auswirkungen auf den Nacken und so weiter. Und kannst richtig insgesamt immer weiter überstrecken. Immer wenn du ausatmest, gehst du ein bisschen weiter rein. Und jetzt können wir unser Krafttraining einbauen. Du drückst mit deinen Händen fest gegen das Gesäß und willst hochkommen mit dem Körper, verhinderst aber, ich nehme den Kopf mal raus, dass du mich besser hörst, ja, du kannst den Kopf ruhig hinten lassen, wenn du magst, und verhinderst mit dem Druck deiner Hände gegen dein Gesäß, dass du hochkommst. Dann kannst du anspannen den Rumpf, als wollte er hoch, aber es geht nicht. Und das ist das Wichtige für die Dehnung, um die zu verstärken und Kraft da reinzubringen. Dann lässt du los diese Anspannung und kommst mit der Leiste, mit beiden Leisten weiter nach vorne, ziehst den Bauchnabel weiter zurück und spannst nochmal, als wollte der Rumpf nach oben kommen. Und drück dann mit aller Kraft gegen dein Gesäß. Wenn dir dieses Anspannen erstmal nicht gelingt, dann lässt es einfach weg. Die Dehnung ist auch so unheimlich wirksam. Und wieder weiter reingehen. Und noch ein letztes Mal. Du drückst wieder dagegen, lässt los und gehst weiter rein. Und kommst langsam wieder raus und fühlst mal rein. Gerne mal einen Kommentar schreiben. Und wenn du eine 10-minütige Abendroutine machen willst, dann klickst du bitte hier. Das ist die zweite Variante für diese Übung. Du machst eigentlich dasselbe, hast aber die Hände an der Wand. Das sichert dein Gleichgewicht. Und dann nimmst du wieder den Bauchnabel zurück, kommst mit den Leisten nach vorne. Also identisch zu der Variante vorher, nur jetzt hast du es leichter mit dem Gegenspannen, weil jetzt spannst du, als wolltest du mit dem Rumpf hoch und das führt dazu, dass die Hände gegen die Wand gedrückt werden und dann versuchst du quasi, gefühlt als Bild, die Wand wegzuschieben, lässt wieder locker und gehst weiter rein. Auch diese 2 bis 2,5 Minuten, die wir vorhin in der Originallänge gemacht haben. Und die dritte Variante ist die am Boden. Du kannst die übrigens auch, wenn die Haltekraft deiner Schultern und Arme noch nicht hoch genug ist,
dann kannst du auch die Unterarme auf eine Couch legen oder auf einen Sessel und dich genauso wie jetzt durchhängen lassen. Geh dazu erstmal kurz in eine Beugung des unteren Rückens, also schieb den unteren Rücken hoch, bringe die Leisten nach vorne und zieh den Bauchnabel zurück. Und dann hast du im Grunde genommen die gleiche Dehnung, fühlt sich ein bisschen anders an, aber es geht auch wieder um das Überstrecken im Hüftgelenk. Und die Schwerkraft hilft dir halt dabei. Ja? Und bei der Variante ist das Anspannen, besteht darin, dass du beide Knie fest gegen den Boden ziehst, locker lässt und weiter reingehst. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Die erste Übung bestand ja daraus, dass wir hier vorne alles schön aufgedehnt haben. Und jetzt schreit schon der Körper danach. Vielleicht hast du es vorhin gemerkt. Ich will nach vorne, weil der merkt genau, ich will das ausgleichen. Und wenn wir uns jetzt nach vorne beugen, haben wir auch wieder den ganzen Rumpf drin. Also von Kopf über Nacken, oberer Rücken, unterer Rücken, Gesäß, hintere Beine, Knie. All das wird jetzt von hinten praktisch freigemacht, ja? Geht wie folgt, du stehst schulterbreit, streckst die Knie voll durch und dann probier doch mal, wie weit du runterkommst. Und irgendwo, vielleicht ist es hier, dann ist es deine Übungsposition. Vielleicht ist es hier, dann ist das deine Übungsposition. Vielleicht ist es hier, dann wäre die es. Vielleicht kommst du auch gleich bis runter. Ja? Ist egal, wo du bist, du gehst genau in deine Übungsposition. Ich gehe mal beispielshaft hier hin. So, der größte Fehler ist jetzt, dass die Knie leicht gebeugt werden. Deswegen drück sie voll durch. Drück sie durch, nimm die Hände ruhig zur Hilfe und erinnere die Knie immer wieder daran, dass sie voll durchgestreckt sein müssen. Und wo spürst du die Dehnung jetzt? Es gibt zwei Hotspots sozusagen. Der eine Hotspot sind die Kniekehlen und der andere Hotspot ist der untere Rücken. Mal ist das eine, mal das andere mehr im Vordergrund. Ist auch im Grunde genommen egal. Du richtest dich immer danach, wo es am meisten weh tut. Und dieser Schmerz, der muss gerade noch positiv gut erträglich sein, soll gerade noch ein Wohlgefühl sein. Ja? Ein Wohlfühlschmerz. Und dann lassen wir uns langsam zunehmend runter. Und es ist besser, die Knie durchgestreckt zu haben und weniger weit runterzukommen, als sie leicht zu beugen und weiter runterzukommen. Weil wir machen jetzt hier eine Ganzkörperübung draus. Und die hintere Linie hier der Beine ist so wichtig. Deswegen müssen die Knie vollständig gestreckt sein. Ja, und du ziehst dich von der Schwerkraft, beziehungsweise mit den Fingern oder den Händen am Bein angefasst, ziehst du dich immer weiter runter. Atmest schön tief. Und achtest, wie gesagt, immer darauf, dass die Knie gestreckt bleiben. Immer wieder gucken, sind sie noch gestreckt? Ja, ruhig draufdrücken und dich immer weiter runterarbeiten. Und jetzt greifst du oder gehst mit den Händen hinter deine Beine, ja, beides geht, und willst mit dem Rumpf nach oben, hältst dich aber fest. Hältst dich aber fest, lässt wieder locker, gehst weiter runter. Und nochmal, du ziehst nach oben, richtig dolle nach oben ziehen, aber so, dass es halt gerade noch gut erträglich ist. Wieder locker lassen und weiter runterziehen. Und nochmal, du ziehst wieder nach oben, du ziehst mehr nach oben und noch mehr, lässt wieder locker und gehst weiter runter. Und dann noch zwei, dreimal atmen, Knie strecken noch weiter und dann kommst du langsam wieder hoch. Und jetzt merkst du schon, wenn du die erste Übung gemacht hast mit dem Überstrecken und die zweite, wow, schon ganz anderes Körpergefühl, oder? Stell dir vor, du machst das regelmäßig, was nach 2 Wochen passiert, was nach 2 Monaten passiert, was in einem Jahr passiert. Ja, und das kannst du wunderbar dazu nehmen. Und jetzt holst du dir für die zweite Variante dieser Übung eine kleine Hilfe in Form eines Stuhls oder eines niedrigen Tisches, irgendwas, wo du deine Hände auflegen kannst, weil dann bist du ein bisschen sicherer.
Ja? Und die Übung ist die gleiche. Du lässt dich jetzt nur am Stuhl immer weiter runter. Und das Gegenspannen machst du jetzt dadurch, dass du den Stuhl greifst und so tust, als wolltest du ihn hochheben. Was dir aber nicht gelingt, weil du begrenzt die Kraft, dass er nicht wirklich hochhebt. Aber du kannst trotzdem schön gegenspannen und so arbeitest du dich dann immer weiter am Stuhl entlang runter. Dritte Variante dieser Übung auf der Matte. Wenn du auf der Matte üben möchtest oder wenn es im Sitzen dir bequemer ist, ja, hat auch noch einen anderen Vorteil. Ich habe auch die Schlaufe dazu genommen. Die kannst du aber auch durch einen Gürtel ersetzen oder durch ein Handtuch, was du hast. Infos zu der Übungsschlaufe gibt es übrigens hier. Ja? Und zwar, du gehst so drüber und ziehst dich jetzt, guck mal, es kann sein, dass du nicht weiterkommst als so. Ja, kein Thema, mach dir keinen Kopf. Ein paar Wochen später sieht die Welt ganz anders aus. Ja? Oder du kannst bis hier oder bis hier. Einige können gleich von vornherein greifen. Ist egal eigentlich, aber die allermeisten kommen nicht mit gestreckten Knien an die Füße ran erstmal zu Beginn des Übens. Und deswegen ist die Schlaufe so hilfreich, weil jetzt kannst du dich an der Schlaufe nach vorne ziehen, aber du kannst noch was machen. Du kannst nämlich beim Anspannen gleichzeitig mit dem Rumpf nach hinten wollen und mit den Füßen nach vorne. Dann hast du eine vollständigere Krafteinwirkung auf die gesamte Rückseite des Körpers. Und das ist ein Vorteil von dieser Übung am Boden. Ja, das kannst du bei den ganzen anderen Varianten nicht, weil das Spannen der Füße durch die Schwerkraft begrenzt ist. Und du würdest dann instabil werden, würdest vielleicht kippeln oder so. Ja? Also hier wäre das Anspannen so, der Rumpf will zurück und die Füße wollen nach vorne. Du spannst gegen, lässt locker und gehst weiter rein und wiederholst das während der Übungszeit. Und schreib doch gerne mal einen Kommentar, wie sich es anfühlt. Es kann nämlich durchaus sein, dass es schon sich ein bisschen besser anfühlt. Und bitte teile dieses Video. Dieses Video ist super, super wichtig mit diesen großen drei Übungen. Die muss eigentlich jeder machen. Und nachdem wir jetzt die vordere Körperlinie und die hintere Körperlinie freier gemacht haben, machen wir hier diese Querlinie über die Brust in die Arme rein frei. Und wenn wir die drei Sachen gemacht haben, fühl dann rein und krieg selbst einen Eindruck. Ja? Und zwar, wir gehen in die Horizontale und dann gehen wir 30 Grad höher. Etwa hier, setzen einen Fuß zurück und gehen mit einem Fuß nach vorne und dann immer weiter Richtung Wand. Also Richtung Ecke, besser gesagt. Richtung Ecke. So, und dann merkst du, gerade wenn du eine raue Tapete hast, wie das hier so ein bisschen ist, du willst weiter rein, aber jetzt wollen die Hände nicht mitkommen, weil die kleben ja sozusagen an der Wand. Jetzt passt genau auf. Jetzt nimmst du deine Finger und beugst sie. Dann gehst du auf die Fingerspitzen, hebst deine Handwurzel ab, gehst weiter nach vorne und merkst, oh, jetzt kann ich weiter rein und zwar genau so viel weiter, wie die Ellenbogen sich strecken können. Und dann bist du in der nächsten Dehnungsposition. Und dann arbeitest du und dehnst dich mal weiter rein. Und du machst gleich mit am besten, gell? Gleich mitmachen. Ich sag's auch so an, dass du nicht auf den Bildschirm gucken musst. Du merkst jetzt die Dehnung in den Schultern wahrscheinlich, über die Brust bis zum Brustbein, die Arme runter. Stellst so ein, dass es gerade noch gut erträglich ist, wie immer. Und geh möglichst raus aus dem Hohlkreuz. Ja, möglichst rausgehen aus dem Hohlkreuz und dann versuchst du weiter reinzugehen. Wenn du merkst, du hängst an der Wand, er ist nicht genug Weg, dann wieder Finger aufstellen, Handwurzel abheben, dadurch beugen sich die Ellbogen ein bisschen und dann kannst du ein Stück weiter rein. Und je nachdem, wie viel du immer weiter rein möchtest, setzt du die Finger beim Umgreifen an der Wand entsprechend viel oder wenig mehr Richtung Ecke. Wenn du sie nur ganz ein bisschen verschiebst, dann ist auch die Dehnung nicht viel größer. Damit kannst du das gut einstellen. So, und jetzt fangen wir an mit unserem Krafttraining und drücken
mit beiden Händen so fest wie möglich gegen die Wände. Richtig feste drücken. Und noch fester drücken. Und noch fester drücken. Und noch ein bisschen fester. Und dann die Finger ein Stückchen weiter ran. Und wieder in die Dehnung. Neue Dehnung, größere Dehnung und wieder. Die Hände drücken gegen die Wände. Drücken fester gegen die Wände. Und noch fester. Und wieder locker lassen. Und ich merke bei mir jetzt, das ist Grenze. Ich setze jetzt nicht um, sondern ich gehe aus den Schultern heraus noch ein bisschen weiter nach vorne. Das langt mir jetzt für die Steigerung. Und dann nochmal. Die Hände drücken richtig feste und noch fester und noch ein bisschen fester. Und lassen wieder locker und noch ein bisschen weiter dich rein schieben. Noch mehr und noch mehr und langsam wieder rauskommen. Und jetzt bitte fühl genau rein, wie genial sich das anfühlt. Das ist so wie ein Schweben, oder? Und dieses Schweben, was du jetzt spürst, nachdem du so in der Ecke warst, das wollen wir zum Gesamtkörperzustand machen. Und dass das geht, das zeigt dir diese eine Übung, weil bei den anderen Übungen passiert genau das Gleiche. Nur hier merkst du es am meisten, deswegen motiviert es immer so schön. Die zweite Variante dieser Übung zeige ich dir, weil ganz oft die Ecken so vollgestellt sind in den Wohnungen. Das beklagen sich immer ganz viele. Ich habe keine freie Ecke. Und deswegen, wenn du auch du keine freie Ecke hast, kannst du auf zwei Stühle gehen oder in einen Türrahmen. Zwei Stühle sind vorzuziehen, weil Türrahmen ist teilweise ein bisschen, weil das so kantig ist, ein bisschen schwierig beim Üben, ja? Mit zwei Stühlen stellst du die genau so, dass es vom Winkel her erstmal passend ist. Und dann beugst du praktisch dein Brustbein oder bewegst oder senkst dein Brustbein nach unten durch und kannst genau diese Dehnung erreichen. Dehnst dann dort rein. Das Gegenspannen wäre wieder identisch. Du drückst gegen die Stühle, achtest darauf, dass der Körper sich nicht bewegt dabei, also nicht hochgeht, ja, durch den Druck. Das wäre ein Fehler, sondern drückst, lässt locker, gehst weiter runter und so weiter. Übrigens, das hatte ich ja noch nicht gesagt, bei der dritten Übung geht es halt darum, dass die Schultern frei werden, der Nacken wird frei und der Ellbogen und teilweise auch sogar die Handgelenke, je nachdem, wie das in der Wand um die Ecke geht. Für die dritte Übung, die machen wir jetzt auf der Matte, legst du dich auf den Bauch, nimmst deinen rechten Arm erstmal auf Schulterhöhe und dann auf 30 Grad, legst dein linkes Bein raus 30 cm, dein rechtes Bein auch, stellst deine linke Hand auf, guckst jetzt mit dem Kopf weg vom gedehnten Arm, legst dein linkes Knie raus und gehst so in die Dehnung, immer mehr. Und wenn du merkst, dass du so einigermaßen drin bist in der Dehnung, das Gegenspannen geht so, dass der ganze Arm gegen den Boden drückt und die Schulter möglichst sich nicht vom Boden wegbewegt. Ja, und das Gleiche zeige ich nochmal auf der anderen Seite. Der linke Arm geht raus, dann auf 30 Grad. Das rechte Bein rauslegen, das linke Bein rauslegen und den Kopf nach rechts drehen. Rechte Hand aufstellen. Immer drauf gucken möglichst, dass die linke Schulter den Boden schön berührt. Und dann dehnst du und das Krafttraining ist, du drückst dagegen und lässt wieder locker. Und wie bei allen Übungen ist auch bei den großen drei wichtig, sie möglichst jeden Tag zu machen. Und da fängt es für viele Menschen das Problem an, weil regelmäßig zu trainieren, die Routine aufzubauen, ja, das immer auch jeden Tag zu machen, das fällt vielen schwer, wegen dem inneren Schweinehund, dem sogenannten. Ich nenne es das Energiesparsystem, ja, was in der Evolution oder aus der Evolution noch in uns drinsteckt. Aber wie kriegen wir das hin? Das ist schwer und es kostet sehr viel Willenskraft und trotzdem geben viele immer wieder auf, weil sie es einfach nicht schaffen. Und dafür haben wir die Liebschaum-Pracht-App entwickelt, weil da trainiere ich jeden Morgen mit dir kleine Einheiten, 7 Minuten, immer
eins, zwei Übungen. Jeden Tag die Woche. Und sonntags gibt es ein 30-minütiges Training durch den ganzen Körper. Und es hat das Ziel, dass wir am ganzen Körper immer schmerzfreier, immer beweglicher werden, uns immer wohler fühlen in unserem Körper. Und wir wollen in allerhöchstem Alter mit den Enkelinnen und Enkeln Fußball spielen und tanzen. Ja? Und es gibt noch einen anderen Teil, wo du auf jeden Schmerz bezogen genau die Übung findest, die für diesen Schmerz wichtig sind zu machen. Guck da mal rein, weil ich glaube, du wirst begeistert sein. Wenn du hier klickst, kommst du direkt drauf und kannst es mal ausprobieren und fühlen, was sich da tut. Und hier unten kriegst du das Abonnement von dem Kanal. Denk dran, dass du die Glocke aktivierst, damit du keine Übung verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.